Kein Scheiß. Herzlich willkommen zu einem der schweißtreibendsten Drehs meines Lebens, würde ich fast meinen. Dann fangen wir vorne an. Es ist ein interessanter Tag heute, weil die Perspektive sich mal ändert. Ich bin heute als Beleuchter im Einsatz für ein Musikvideo. Das ist eine relativ kleine, überschaubare Nummer. Und eigentlich wäre Lisa mit dabei. Aber Lisa geht es leider nicht gut, deswegen habe ich jetzt gerade nach Hause geschickt und ziehe die Nummer alleine durch. Das ist an und für sich kein Problem. Das ist eh ein Job für einen Beleuchter nur. Allerdings ist natürlich geil, einfach ein extra paar Hände zu haben. Weil Auf- und Abbau natürlich viel, viel schneller geht und man viel mehr Möglichkeiten hat. Und ja, weil Lisa natürlich auch gerne dabei gewesen wäre. Die liebt ja Drehs und Licht. Und ich glaube, es tat jetzt auch sehr weh, nicht mitkommen zu können. Aber Gesundheit geht eben vor. Okay, der Job ist schon vorbei. Ich habe ultimativ kein einziges Schnittbild schießen können, weil ich einfach krass arbeiten musste. Trotzdem wollte ich die Chance nutzen und mal kurz durch das Licht-Setup führen, weil ich fand es eigentlich ziemlich nice. Wir haben die Aperture Nova mit einer Softbox als Key benutzt. Versucht dabei nicht die Wand zu treffen, dass hier unsere Künstler separiert waren vom Hintergrund. Weil wir hier durch die Scheibe so ein geiles Background-Licht gesetzt haben. Und hier oben einfach unser Lupo Smart Panel mit einer Superklemme und ein bisschen Black Wrap da oben befestigt. Also kleines Spitzlicht. Nicht viel, wirklich nur so ein Touch, weil wir am Anfang so einen Silhouetten-Look hatten und danach hinten immer heller wurden. Das ist mega geil, weil ich konnte direkt das DMX-Zeug, was ich von Joscha die Tage noch gelernt hatte, hier einsetzen. Ich hatte hier hinten, habe ich einfach gesessen mit einem kleinen 6-Kanal-Pult und habe damit 6 Lampen steuern können. Weiß, geht das von hier mit endlosen Kabeln in den Nebenraum. Hier drüben hatten wir dann 2 Parkkannen, jeweils 1 kW. Die haben ordentlich Wumms. Und wenn man die dimmt, werden die auch noch wärmer. Das ist richtig geil. Es hat richtige, echte Glühlampen. Und auch hier haben wir einfach 4 Glühbirnen. Sehr professionell verkabelt. Es war vorhin sehr stressig, deswegen sonst werden wir es besser machen. Das ist ein ganz simples Setup, die gehen einfach von so einem Glühbirnengewinde auf eine Steckdose raus. Und habe ich dann auch hier über unsere DMX-Dimmer eben drüben steuerbar gehabt. Und ja, that's pretty much it. Das letzte zweite auf jeden Fall deutlich einfacher und schneller. Wie so oft bei Drehs geht es zu 20% um den Dreh und zu 80% ums Auf- und Abbauen. It's the truth. Ich habe gemerkt, dass ich noch überhaupt nicht erklärt habe, was wir überhaupt machen. Gleich. Ich sage immer wir, aber ich bin nicht allein.
eines der größten Klischees überhaupt in der Film- und Fotobranche ist dieses Ding vom Motiv im fünften Stock ohne Aufzug. Guess what? Das ist kein Regen. Das ist Schweiß. Alter. Nach so einer Packaktion freut man sich noch mehr, wenn man einfach nur die Tür aufmachen muss und im Lager ist. Fucking awesome. Okay, das war mit Sicherheit ein bisschen chaotisch. Ich wurde von einem anderen Kameramann als Beleuchter gebucht, was zwar ein bisschen untypisch ist, aber definitiv mega Spaß gemacht hat. Und es war ein Musikvideo für eine Popballade. Und der Wunsch vom Kameramann war, dass es am Anfang so ein bisschen silhouettenartiger ist und nach hinten hin immer mit mehr pulsierendem und immer heller werdendem Licht funktioniert. Das heißt, wir hatten quasi drei Stufen. Wir hatten einmal die Stufe nur mit der Aperture als so ein leichtes Rimlight. Dann die Stufe mit den Glühbirnen zusammen, die erst ein bisschen und dann immer stärker pulsiert haben. Und am Ende, beim großen, balladigen Finale, kamen dann noch die Spots dazu, die wirklich den ganzen Raum aufgerissen haben. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Ding gewesen. Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich kann jetzt hier natürlich nichts dazu sagen, was das war oder wann das kommt. Aber wenn es kommt, werde ich es auf jeden Fall wie immer hier irgendwie posten. Definitiv auf Instagram, falls ihr mir da so nicht folgt. Da gibt es dann immer die Verweise zu den Endprodukten. Ich würde sagen, ich beende das hier und gehe in den Feierabend. Sorry, dass es jetzt irgendwie keine Setbilder gab. Ich hatte ursprünglich den Gedanken, dass wenn Lisa dabei ist, könnte ich ihr ab und zu mal die Kamera in die Hand drücken. Konnte das dann aber selber halt nicht machen, weil ich arbeiten musste. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ihr könnt das Video natürlich gerne liken und teilen und den Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir posten hier 4 bis 5 Videos die Woche aus unserem Filmemacher-Alltag. Vielen Dank, das war's. Bis morgen. Ciao.